Gustav Peter Wöhler mit seiner Band in Hagenow. Der Schauspieler hat sich schon seit vielen Jahren einen Namen als Sänger gemacht. Am 11. September können Sie sich persönlich davon in der Sparkasse Hagenow überzeugen. Das Programm Family Affairs umfasst Songs von bekannten und weniger bekannten Soul- und Bluesgrößen. Sparkassenkunden bekommen ihre Karten zum Vorzugspreis. Tickets für das Konzert erhalten Sie in der Sparkassenfiliale am Schweriner Marienplatz sowie in den Geschäftsstellen in Ludwigslust, Hagenow, Wittenburg, Pampow, Lübtheen, Beutzenburg und Zarrentin. Die Partyklänge vom Drachenbootfest sind in Schwerin gerade verklungen, da geht es rund um den Pfaffenteich wieder rund. Das Schweriner Altstadtfest, das größte seiner Art in MV, zieht wieder etliche Besucher in die Landeshauptstadt. Karussells, Showbühnen und viele kulinarische Highlights erwarten die Festbesucher. Vom 6. bis 8. September direkt in der Schweriner Innenstadt. Und es geht gleich weiter in Schwerin. Eine der erfolgreichsten deutschen Bands gibt am 6. September ein Konzert auf der Freilichtbühne. Pur um den Frontmann Hartmut Engler spielen alte und neue Hits. Sechs Nummer-1-Alben in der Vergangenheit sprechen für sich. Seit 30 Jahren verzaubert Pur seine Fans. Tickets für das Event auf der Freilichtbühne gibt es unter stadthalle-schwerin.de. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Die Sommersaison geht langsam zu Ende. Auch in Warnemünde ist der ganz große Touristenansturm vorbei. Vom 5. bis zum 8. September wird es rund um den alten Strom noch einmal richtig voll. Dann findet das traditionelle Warnemünder Stromfest statt. Das Event bietet unter anderem das Gemeinschaftsangeln um den Dorschkönig des laufenden Jahres und ein Feuerwerk, untermalt von der Musik Händels. Deutschland bewegt sich. Der Universitätsplatz in Rostock verwandelt sich im Zuge dieser Kampagne zum größten Open-Air-Fitnessparcours des Landes. Attraktive Sportevents, Fitnessangebote und prominente Sportbotschafter animieren die Menschen der Stadt zum Mitmachen. Unterstützt von der Barmer GAK. Ein Highlight, die Laufwette. Kommen Sie vorbei auf dem Rostocker Universitätsplatz. Für alle, die jetzt erst einschalten, wir haben eine Sondermeldung aus Washington. Ich wiederhole, das ist ein Live-Fell. Es gab eine Explosion. Absolut schockierend. Einige unbestätigte Berichte über eine Explosion. Wie viel Zeit habe ich noch?